Hallo und willkommen zurück auf Deponia. Wir sind immer noch dabei, Lady Gul davon zu überzeugen, mit uns ein romantisches Essen einzunehmen. Dafür müssen wir aber immer noch ein paar Schnabeltiere von der Speisekarte streichen. Zwei haben wir schon gestrichen. Und ja, wir haben jetzt noch... Moment, machen wir das, die Fibel... Also wir haben schon das Erdschnabeltier von der Karte gestrichen und das Flugschnabeltier. Die zwei müssen wir halt noch finden und halt in ihre Nester setzen, damit die Nester bewachen können. Jetzt hat uns der nette Angler in der letzten Folge einen Tigerfisch gefangen. Allerdings brauchen wir zum Ausbrüten einen Zebrafisch. Und zwar einen lebendigen. Und der hier sieht nicht mehr ganz so lebendig aus. Jetzt ist mir natürlich in den Sinn gekommen, bei... das hier bei Doc haben wir ja noch irgendwie... einen ollen weißen Farbeimer, den wir noch bisher noch nirgendwo mit benutzt haben. Jetzt können wir natürlich so einen lustigen Tigerfisch mit lustiger weißer Farbe anstreichen, damit er zumindest mal so aussieht wie ein Zebrafisch. Voilà, ein Zebrafisch. Genau. Sieht ja... Soll ja so sein, ne? Ist ja jetzt weiß und schwarz. Und nicht mehr gelb und schwarz. So, aber er muss ja noch lebendig werden. Und hier bei Doc gibt's ja... den tollen Elektroautomaten. Dann können wir den da vielleicht zum Leben erwecken. So Frankenstein-mäßig. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Aber bevor ich mir einen kalten Zombie-Fisch ans Bein klette, sollte ich mir vielleicht erstmal überlegen, wozu. Ich will nicht denselben Fehler machen wie damals bei Toni. Also muss ich dir erst noch... Eider geben? Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre Jungen im Maul von lebendigen Zebrafischen aus. Soweit, so gut. Na gut. Hätte auch gelangt, wenn ich den dann später in den Rachen geschoben hätte, aber... Na gut. Aber natürlich. Ich könnte den armen Fisch durch ein paar gezielte Stromstöße ins Leben zurückrufen. Endlich zahlen sich die vielen Stunden unter Dr. Gizmos Defibrillator aus. Rufus, was tust du denn da draußen? Hör sofort auf damit. Der Energiefluss sprengt die Skala. Der Raum beginnt sich bereits zu krümmen. Einen Moment noch. Komm schon, Fischbert. Lebe. Lebe. Ich hab's geschafft. Er lebt. Rufus, verdammt. Ja, doch. Was auch immer das war, es war extrem lässig. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Sonst wird er nicht lange Freude an seinem neuen Zombie-Dasein haben. Ja, und Süßwasser wird wohl beim ollen Seagull sein. Der hat ja so ein lustiges Aquarium. Hm? Was zappelt da denn so? Oh, Frankenfisch scheint es nicht gut zu gehen. Jetzt sollte ich aber zusehen, dass ich den Fisch irgendwie ins Wasser bekomme. Fisch, können wir... Halte durch, Frankenfisch! Putzig. Aber jetzt sollte ich mich beeilen. Ich muss ihn irgendwo hinbringen, wo er in Ruhe brüten kann.
Okay, hat ihn nicht ins Wasser, ins Glas geworfen, sondern einfach nur Wasser drauf gemacht. Bellevue war das, ja. Hm? Was zappelt da denn so? Oh, oh, jetzt sollte ich aber... Ja, ja. Schmeiß ihn da rein. Das muss ja langen. Rufus, was tust du? Versuch nicht, mich aufzuhalten. Ich muss ein Fischleben retten. Es war ein kurzes, aber ein erfülltes Leben. Du nichtsnutziger Idiot! Entferne dieses Monster aus meinem Aquarium! Aber sofort! Ach nö, der wieso? Ist doch süß. Komm zu Papa. So, damit haben wir das nächste Schnabeltier. Das war ja bei der Spelunke irgendwo abzugeben. Zum Marktplatz und in den Hafen. So, ich hoffe, ich bekomme ihn da hoch. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Wasserschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Unsere Kerze an der Kerze hier sicherlich anzünden. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Ja, geschlossenes Feuer wäre zwar besser, aber naja, wir haben halt keine Streichhölzer oder Feuerzeuge dabei. So. Dann sind wir wieder zurück. Und wo hatte ich die Kohlen hingelegt? Die Kohlen waren auch bei Docs Werkstatt. Weil hier ist halt auch ein Ei. Aber da komme ich so nicht dran. Dann machen wir mal hier Feuer im Ofen. Ja, lodre, lodre, Ofen brodle. So, machen wir hier zu, damit hier alles seine Richtigkeit hat und alles aufgeräumt ist. Und gehen nach oben und schnappen uns das Ei. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Au! Verdammt! Das Ei ist ganz ohne mein Zutun in dieses Rohrsystem gehüpft. Ich muss es da irgendwie wieder rausbekommen. Ach, Alarm. Kugelt es denn rum? Da? Da? Hier muss es raus. Okay. Jetzt läuft's hier rum. Ja.
Tja. Wie soll das denn gehen? Also wir müssen hier raus. Das heißt, es müsste eigentlich... Was passiert, wenn wir die 3 umlegen? Dann geht's hier. Die 5. Oh, das sieht schon mal ganz gut aus. Jetzt habe ich natürlich das Ei aus dem Außenaugen verloren. Wo ist es hin? Sehe es nicht mehr. Das ist blöd. Ist ja doch jetzt hier irgendwo. Also das wäre schon mal hier richtig. Also müsste, wenn es jetzt hier immer noch rumkugelt, hier eigentlich rausfallen. Das ist mein Problem. Ich sehe das blöde Ei nicht. Noch mal raus. Also. Da läuft's, da, hier rum, da kommt's. Ha! Okay. Oh, und wir haben's direkt ausgeblutet. Ja, super. So, wo haben wir denn das Feuerschnabeltiernest? Ach da, gleich nebendran. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Schon irgendwie drollig. Ja, damit haben wir doch... gehen wir hier rüber. Damit... wieder hier nach oben. Damit haben wir doch jetzt alle Schnabeltiere ausgebrütet und von der Karte gestrichen. Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Gut. Seltsame Illustration. Ach so, ja. Entweder Flugschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund.
Okay, also ich denke mal, wir haben alle. Dann zurück in die Altstadt. Und fragen da mal nach, ob da tatsächlich sämtliche Schnabeltiere gestrichen sind. Oh ja, sieht zumindest mal ich so aus. Ich habe alle Schnabeltiere von der Speisekarte gestrichen. Stattdessen gibt es jetzt Rattenauflauf. Das behalte ich vielleicht für mich. Ja, besser ist es. Können wir noch mal mit ihm hier quatschen? Einen Augenblick, bitte! Was kann ich denn für Sie tun? Na gut, dann halt. Für mich erstmal gar nichts. Wie Sie wünschen. Ich habe alles versucht, oh Namenloser! Er wollte sich einfach nicht auf die Falltür stellen. Noctus Oren Astidur. Ja, ich glaube auch, dass er wiederkommt. Ein guter Service. Tja, dann muss ich halt mit meinem Dad hier reden, dass er den Tisch klar macht. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ja, ich hab's geschafft. Ich hab es geschafft? Die Speisekarte im Schee-Schlumpi ist schnabeltierfrei. Das hat aber ganz schön lange gedauert. Musstest wohl erst einmal Schnabeltiereier suchen, was? Ja, genau. Allein die Vorstellung ist zum Totlachen. Wenn ich dann jetzt bitte den Tisch reservieren dürfte. Nein. Nein? Zu einem Date gehört mehr als ein gutes Essen und ein schöner Ausblick, Rufus. Nein? Wie in Nein, meine Suppe esse ich nicht? Du musst die Lady auch mit deinen Manieren beeindrucken. Immerhin reden wir hier von einer Lysianerin, richtig? Ich habe eine Brandblase, zwei Frostbeulen und mehrere Schnabeltierbisse. Und du sagst nein. Wie wäre es mit einem Gedicht? Links die Blase, rechts die Beulen. Noch nicht fertig, muss gleich heulen. Nicht für mich. Für die Lady. Irgendwie bezweifle ich, dass ihr das Gedicht gefallen würde. Ich sehe es bereits vor mir. Der Sonnenuntergang glitzert magisch im Champagner und wirft Reflexe in ihr güldendes Haar. Es ist mehr so orange. Schlumpi serviert das Dessert und dann rezitiere ich das Gedicht. Du meinst, ich rezitiere das Gedicht? Ja, natürlich, du. Also, ja. Bist du geübt in den lyrischen Künsten? Natürlich. Ich habe zwar meine Hupe nicht dabei, aber das passt schon. Kein Grund zur Sorge. Ich bin ein Meister der Poesie. Ich muss mir nur noch ein paar Gedichtbände durchlesen, bis ich die passenden Verse gefunden habe. Ach nö, das dauert doch ewig. Geduld ist die wichtigste Fähigkeit des Romantikers, Rufus. Kein Gedicht, keinen Tisch. Verstanden? Pff, von wegen. Ich habe lange genug auf diesen senilen Esel gehört. Die Sache mit dem Gedicht löse ich auf Rufus-Art. A la Refuse, mit einem weiteren brillanten Manöver. Na, vielleicht. Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Ui. Schlimpunzel, Schlimpunzel. Ringel, Rangel, Runzel. Lass das mal lieber Papa machen. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Lass das mal lieber Papa machen. Ein Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Lass das mal lieber weil Papa wegen machen. Ist so, ja. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Lass das mal lieber Papa machen. Ja, also brauche ich jetzt noch ein Gedicht. Ich wette, ich schaffe das auch ohne deine Hilfe. Das hast du damals beim Topfschlagen auch gesagt. Du hast 3 Tage gebraucht, um den Heimweg zu finden. Und 2 weitere Jahre, um die Wettschulden bei mir abzustottern. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Der zieht nicht mal bei 8-Jährigen. Können wir nochmal das Bücherregal hier? Nee, anscheinend nicht.
Vielleicht gäbe es da ja lustige Worte. Aber es gibt ja hier noch den Dichter. Zum Dichter. Dem haben wir zwar schon alles geklaut, aber... Aber vielleicht dichtet er ja uns ja noch was. Klopf, klopf. Du schon wieder? Genau, du kennst dich doch mit Poesie aus. Du kennst dich doch mit Poesie aus, oder? Ich wäre ein schlechter Dichter, wenn es nicht so wäre. War das jetzt ein Ja oder ein Nein? Sag jetzt nicht, dass du meine Hilfe bei einem Gedicht brauchst. Ich brauche deine Hilfe bei einem Gedicht. Nein. Aber es ist für eine Frau und, Das Wichtigste ist, dass es von dir kommt. Es ist nicht auch wichtig, dass es sich da so reimt am Ende? Nicht unbedingt. Und Metrik? Was ist mit Metrik? Hauptsache, es kommt von Herzen. Versuch's mal. Ja. Schlimpunzel, Schlimpunzel, Ringelrangelrunzel. Ist doch gut. Es ist originell, es ist mutig. Und es hat diese gewisse künstlerische Intransparenz. Bravo, ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. In der Tat. Klopf, klopf. Du schon wieder? Ja, immer noch. Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Genau. Müllsammler aus Porta Fisco traf einst eine Frau in der Disco. Sie tranken und tanzten. Das Ende vom Ganzen verrate ich nicht, weil wegen ist so. Ist doch gut. Es ist lustig. Außerdem ist es metrisch gesehen einwandfrei. Und es handelt sich um eine Liebesgeschichte im weitesten Sinne. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. Tja, dann haben wir ja dort klopf, noch klopf. Eins... Beziehungsweise zwei. Du schon wieder? Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Jo. Deine Haare sind wie Blumen, nur ohne Stängel. Wie wär's mit uns beiden, gefallener Engel? Ist doch gut. Es reimt sich. Die Botschaft ist klar, die Metaphern gut ausgesucht. Und es kommen sogar ein paar romantische Schlüsselworte drin vor. Bravo. Ich glaube, du bist bereit. Was? Aber nein. Schnapp sie dir, Tiger. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er mich nur loswerden wollte. So, und jetzt bringen wir den Oberhammer. Du schon wieder? Ich brauche immer noch deine Hilfe beim Dichten. Brauchst du nicht. In jedem steckt ein Poet. Versuch's mal. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Nochmal bitte. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Das kann nicht dein Ernst sein. Das ist ja grauenvoll. Das Schlimmste, was ich jemals gehört habe. Ich wollte es ja nicht zugeben. Aber du brauchst wirklich meine Hilfe. Bekomme ich jetzt Unterricht oder so? Um Himmels Willen, nein! Bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Dir kann nur noch der älteste Trick der Dichtkunst helfen. Drogen? Ghostwriting. Ah, meinte ich ja. Hier, nimm diese Wanze. Was soll ich damit? Du sollst sie dir ins Ohr stecken. Aber sie zappelt noch. Stell dich nicht so an. Steck sie dir ins Ohr, dann kann ich dir während deines Dates die richtigen Worte soufflieren. Ist cool. Ja eklig. Wie beim Geheimdienst. Eine echte Wanze. Naja, okay. Die haben wir wohl schon im Ohr. Oder sonst wo. Gut, ja. Wenn er souffliert, meinetwegen. Ich muss ja wieder meinen Vater davon überzeugen. Oder so.
Hey, Dad. Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Ich weiß jetzt, mit welchen Worten ich Goal beeindrucke. Na, mach dich nicht lächerlich. Zu spät. Vielleicht bin ich nicht so gut mit schmalzigen Worten. Dafür habe ich aber das hier. Ohrenschmalz? Einen Souffleur. Der Dichter wird mir die richtigen Worte einflüstern. Dieser arme Schlucker, der unter mir wohnt? Was soll der dir denn schon groß einflüstern? Müssen Sie wirklich nach Mitternacht Klavier spielen? Kommt mir nicht so romantisch vor. Ja, aber ist ja auch egal. Ich habe das richtige Gedicht gefunden. Ich mache es auf meine Weise. Oh, der Junge will auf beinahe eigenen Beinen stehen. Na, was soll's. Warum eigentlich nicht? Ich werde den Tisch reservieren. Und du nimmst das hier. Was ist das? Das ist die Einladung an Goal. Nach allen Regeln der Etikette. Wenn sie das liest, wird sie garantiert zu unserem Date auftauchen. Du meinst zu meinem Date? Genau. Aber vorher gebe ich dir noch ein paar weitere Tipps. Vom Vater zu Sohn. Irgendwie war das rührend. Er hat mir sogar einen Anzug geliehen. Am Ende ist er doch kein so schlechter Kerl. Ja, wie sieht der Anzug aus? Ich kann es kaum erwarten, sie Goal zu überreichen. Okay, also den Anzug hat er anscheinend nicht eingepackt. So, dann ab rein. Haben wir überhaupt die richtige Goal? Nein. Baby, Lady. Da müssen wir erstmal umstellen. Ach, was war denn das jetzt? Ich muss ohnmächtig geworden sein. Wen wundert's bei der Luft hier drin? Keine Sorge. Wenn sich die Pilzsporen erst einmal in der Lunge eingenistet haben, kann man ganz normal atmen. So. Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Dann probieren wir es mal erstmal ohne Einladung. Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Meinen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Es ist ein hervorragendes Etablissement. Unverrufene Lage, erstklassige Aussicht. Und eine exquisite Küche. Eine exquisite Küche? Was wird denn da serviert? Schlammbraten? Es gibt auf jeden Fall keine Schnabeltiere. Keine Schnabeltiere? Bist du dir sicher? Ja, die haben alles, außer Schnabeltieren. Na gut. Warum nicht? Mittlerweile ist mir alles recht, solange ich nur aus dieser Spelunke hier rauskomme. Also los, lade mich ein. Ich warte. Hey, Baby. Jetzt geht es los. Ich geb's auf. Ich fürchte, ich kenne dich bereits besser. Also müssen wir doch warte auf die hier. Einladung. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Was hast du denn jetzt schon wieder? Na, was schon? Das ist eine offizielle Einladung zu einem romantischen Essen. Ach ja? Diese Einladung erfüllt tatsächlich alle Regeln der Etikette. Bravo, Rufus. Ich habe mich scheinbar komplett in dir geirrt. Warte nachher in der Altstadt auf mich, ja? Ich freue mich schon darauf, ein paar weitere Vorurteile gegen dich und Deponia ablegen zu können. Ablegen klingt auf jeden Fall super. Ach, Rufus. Ja, ablegen klingt super. Warum kommt sie nicht? Oh. Ich wusste doch, dass Paps keine Ahnung von Frauen hat. Bei seinen grandiosen Tipps ist es ein Wunder, dass ich überhaupt existiere. Romantik und Blumen am Popo. Der kann was erleben. Paps? Was war denn hier los? Blumen? Champagner? Diese Halunke. Wenn es das ist, wonach es aussieht, dann kann dieser alte Schwerennöter schon mal das Grab für seine Seebestattung ausheben. Jawohl!
Dieser Halunke. Tja, der Vater. Hat er sich unsere Gull geschnappt? Finde ich nicht nett. Funkgerät, Memo. Was ist das? Ich brauche ein Funkgerät. Wozu braucht der alte Penner denn ein Funkgerät? Es sei denn... Boah, das gibt's doch nicht. Erst klaut er mir mein Date und dann auch noch die brillante Idee mit dem Souffleur. Diese elende alte Schmutzwurst. Okay, dann packen wir das ein und gehen runter zum Dichter und geben wieder unseren Zettel da ab. Und klauen ihm noch das Funkgerät. Klopf, klopf. Du schon wieder? Ja, die Wanze kitzelt. Die Wanze kitzelt? Keine Sorge. Solange du dir das Ohr gewaschen hast, besteht auch keine Gefahr, dass sie es mit einem Wanzenklo verwechselt. Ach so. Na dann. Zu spät. Ich müsste mir mal dein Funkgerät ausborgen. Niemals. Ach komm schon, von Dichter zu Dichter. Ich bin Dichter. Du hingegen bist nicht einmal ganz dicht. Aber... Nein! Dabei waren die Gedichte doch alle wunderbar. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. Bis auf das eine, hat er selbst gesagt. Crane! Crane! Was ist? Du, ich hab ja noch was gefunden. Ein letztes. Nein. Kleines. Sag es nicht. Memo. Ach, irgendwie ich tut er mir leid. Ich brauche ein Funkgerät. Diktierst du ihm diese Memos eigentlich? Lenk nicht ab und her mit dem Funkgerät. Wozu hattest du das eigentlich? Sag ich nicht. Soll ich erst ein Memo holen, auf dem ich brauche Geheimnisse steht? Börsennews. Also Crane. Oh Gott. Börsennews. So, kann ich das Funkgerät benutzen? Nee. Oder doch? Nö. Mit Crane? Reib es mir doch bitte nicht auch noch unter die Nase. Nehme es einfach und verschwinde. Also nicht. Nee, da, Altstadt. Da wollen wir hin. Das und ist ja wohl die Höhe. Aber wirklich. Mir mein Date vor der Nase wegzuschnappen. Dem eigenen Sohn. Wie bitte? Sie sind Rufus' Vater? Das denkt er wohl, aber ich bin es nicht. Das ist doch... Ich habe ihn aufgenommen, als ich noch Bürgermeister von Kuwak war. Wir haben ihn im Müll gefunden. Strampelnd und schreiend. Er ist ein Haldenbaby. Das ist nicht wahr! Erforsche deine Gefühle, Rufus. Ich bin nicht dein Vater. Nein. Und das sagst du mir jetzt? Hast du denn gar keinen Anstand? Da spricht ja genau der Richtige. Cool, du verstehst das nicht. Der Typ hat... Was? Format? Stil? Einen sauberen Anzug? Im Gegensatz zu dir weiß der Captain nämlich, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Du hast die Lady gehört. Muss ich erst die Bedienung rufen, um dich mit Gewalt entfernen zu lassen? Zappelnd und schreiend, wie das Haldenbaby, das du bist. Also, wir beide sprechen uns noch. Hat sich der Wind gedreht? Es riecht so komisch. Nur ein unbedeutendes Lüftchen, meine Liebste. Mehr nicht. Okay, ich hab gepupst. Aber das macht ihn nicht zu etwas Besserem. Dem werde ich sowas von in die Parade fahren. Der wird eine Abreibung kriegen, die sich seit mindestens 3 Tagen nicht gewaschen hat. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Irgendwie macht mich das gerade fertig. Da hängt da unsere Goal mit unserem Nicht-Vater ab. Und findest das auch noch toll. Hm.
So. Wie wir dieses Date da stören können, sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis dann.